Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fall Guys. Und wir machen heute die wahrscheinlich schwerste Challenge der Welt. Nein, aber anscheinend die schwerste Challenge bisher in Fall Guys. Und wie ihr hier seht, bei den Idol-Spielen müsst ihr eigentlich überall einmal gewinnen. Gewinne Rollen-Hexathlon, gewinne Duo-Trupp-Show, gewinne Trupp-Show und gewinne Solo-Show. Alle Sachen dazwischen sind einfach nur einmal irgendwie ein bisschen weiterkommen. Also wenn man gewinnt, hat man auch den Rest geschafft. Aber ja, man muss halt erstmal in jeder Queue gewinnen. Und das Kostüm kriegt man dann hier. Also ich finde das recht cool tatsächlich. Muss also sagen, coole Belohnung. Ihr habt dafür übrigens noch knapp 4 Tage Zeit, fast 5. Also beeilt euch, wenn ihr das schaffen wollt, weil in jeder Queue gewinnen, das schaffe nur ich. Wir werden aber einfach mal mit der Solo-Show anfangen. Vielleicht kriegen wir da jetzt in der Folge heute schon den ersten Win. Und falls nicht, bitte nicht flehen. Übrigens werde ich wahrscheinlich gerade live auf meinem Twitch-Stream sein und die Challenge hier versuchen. Also wenn ihr dabei sein wollt, so ungefähr zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr werde ich sicherlich live sein. Könnt ihr gerne auf dem Twitch-Kanal zugucken. Ritter Parkour! Wow, wir starten mal wieder hinten. Das Spiel will nicht, dass ich die Challenge gewinne. Das ist mal wieder typisch. Okay, wir warten mal kurz ab. Uns kann das Spiel nicht aufhalten. Da habe ich eine Axt gegen den Kopf bekommen. Aber ich habe ein richtig krasses Metall hier am Schädel. Ups. Hat der Typ mich gegrabt oder bin ich in den reingelaufen? Ich behaupte einfach, nein, wobei, dann schreibe ich ihm ja Skill zu. Es war einfach nur Pech und Glück und nein, aber lass mich mal hier durch. Ist ja gut, dass man am Anfang nur zu 40 Leuten gehören muss. Ansonsten hätte ich jetzt schon ein Problem. Okay, wir müssen kurz abbremsen. Das hätte ich nicht mehr geschafft, leider. Oh, oh. Alter, schön mit dem Kopf gegen. Ich will nur noch mal zeigen, was passiert? Junge, what is happening? Oh, oh. Fliegen wir hier raus? Ich glaube nicht. Ich glaube. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Das hatte ich, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr in der ersten Runde rauszufliegen. Aber es war verdient. Es war verdient. Ich habe schon Kacke gespielt. Einige werden sich jetzt sicherlich fragen, Scheiße, Klaus, wie willst du das denn schaffen, wenn du so früh schon rausfliegst? Und die Antwort ist, das gleiche frage ich mich gerade auch. Wird schon klappen. Rollweg! Guck mal, jetzt spawn ich weiter vorne und deswegen werde ich bestimmt qualifiziert. Ich darf es jetzt nicht jinxen. Also wenn ich noch eine Runde nicht in der ersten Runde qualifiziere, dann kriegt ihr die Folge gar nicht mit, weil ich das niemals hoch... Hä? Was? Hä? Hä? Was ist gerade passiert? Warum wurde ich einfach... Hä? Oh mein Gott, wenn ich das deswegen nicht schaffe, habe ich wenigstens noch... Ja, okay, jetzt sehe ich, was passiert. Ich bin komplett raus. Warum bin ich gerade mitten auf dem Ding einfach nach... Irgendwie hat er, glaube ich, wahrgenommen, dass ich gestorben bin. Ich glaube, die Fall Guys Server sind actually auch gerade ein bisschen am Brennen. Och, Mann. Jetzt spiele ich aber auch scheiße, muss ich sagen. Och, Mann, wenn ich hier wieder... Ja, okay. Also, ich hätte nicht rausfliegen müssen, nur weil ich nach hinten gekickt worden bin, ne? Aber, okay. Ich weiß auch nicht, was hier passiert gerade. Was ist gerade am passieren? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. What is happening right now? What is happening? Ich jette mich gegen die Wand, ich fliege runter. Ich renne geradeaus, ich bin auf einmal am Spawn. Was ist los? Okay, also ich weiß es nicht. Also eigentlich würde ich das nicht hochladen, ich bin ganz ehrlich. Aber ich bin so baff und ich finde es gerade so lustig, dass ich es drin lasse. Aber ich weiß nicht, was hier passiert. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, ob ich gerade Fehler gemacht habe oder ob das dann, also zum Schluss dann mit dem Runterfallen, I don't know. Also mir ist bewusst, dass ich das nicht gut gespielt habe. Das stelle ich gar nicht in Frage, aber irgendwie stoße ich gegen die Leute oder so und fliege gefühlt irgendwie mit 70.000 Momentum weg und die rennen alle weiter geradeaus. Das ist super wirr gerade für mich. Ich weiß nicht, ob meine Augen mich belügen oder was hier gerade passiert. Bahnenkampf! Okay, diesmal aber wirklich. Also jetzt ist genug. Warum bin ich auf dem Kopf? Och, Mann. Ich weiß schon, wie das hier aussehen wird. Ja. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Actually, das war gut. Na klar, habe ich jetzt hier so ein bisschen... Das hier... Ich war noch, glaube ich, nie hier. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie die Mitte geschafft.
Oder ist es eine Variante? Das kann... Ach, Mann. Geil. Wenn ich hier auch noch raus bin, dann bin ich dann mit dem Leben. Ich wirklich. Dann bin ich wirklich komplett dann mit dem Leben. Bitte lass mich rein. Danke. Alter. Ich weiß nicht, was los ist momentan. Ich kann es nicht sagen. Block Party! Also, zwei Dinge. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute deutlich besser geworden sind. Also, es gibt viel mehr Leute, die so Mikro-Grabs machen. Gerade bei so Spielen wie Block Party fällt das mega auf. Das kann natürlich sein, dass nicht generell die Leute besser sind, aber dass die Leute, die neu dazugekommen sind, sich so eine... Also wenn du neu bist und dann siehst, was die Leute machen, dann überträgst du das ja. Und wenn viele neu sind und sehen, oh, ich wurde gegrabt, dadurch fliege ich raus, vielleicht grabben dann viele von den Neuen mehr, was früher gar nicht so der Fall war, weiß ich nicht. Da schon wieder zum Beispiel. Das ist mega weird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so früher keiner genau spielen würde. Aber ich weiß nicht. Also wie der Rote hier, der... Kabi Mukela, keine Ahnung, kann es nicht genau lesen. Ist aber auch egal, also ist, meine ich gar nicht negativ. Ich finde das interessant, aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ob die Leute einfach prinzipiell nur besser geworden sind oder ob auch an der Physik irgendwas anders ist. Es fühlt sich so komisch an teilweise, wenn ich gegen Leute stoße, vom Momentum her finde ich, aber es kann halt sein, dass man jetzt momentan einfach mehr gegen Leute stößt. Und man hat ja auch nicht mehr so viel gespielt in letzter Zeit, ne? Und dass man da einfach das Gefühl für verloren hat, das kann sein. Ist der komische Drachentyp raus, der uns die ganze Zeit gegrabt hat? Nein, da ist er noch. Der ist ganz hinten. Ah, wir bleiben mal. Das Ding ist, wenn da so viele sind, dann kann man halt trotzdem noch durchkommen, weil man von denen irgendwie so mit... LOL, wie ist der Typ da hochgekommen? Haben wir einen Pro-Player hier dabei? Schon wieder einer hoch. Kann man sich da festhalten? Keine Ahnung. Also, oder kann man irgendwie mit anderen da hochspringen? Wolkenschleimkratzer! Okay, das ist ein Modus, wo normalerweise super viele Leute rausgeflogen sind. Das sollte doch jetzt mal zeigen, falls ich es soweit schaffe. Aber selbst wenn ich rausfliege, werde ich, glaube ich, mir angucken, wie viele weiter sind. Aber das sollte doch jetzt mal zeigen... Ja, wie viele hier wirklich gut sind. Oder, ja, ob das mit irgendwas anderem zu tun hat. Ich habe halt keine Ahnung, ne? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl. Nein, Klaus! Oh, ich habe kein Gefühl anscheinend in den Beinen. Im Kopf habe ich kein Gefühl mehr. Komm, und hier ein bisschen abwarten. Ah, da fliegen schon ein paar raus. So will man das doch sehen. Also, das andere rausfliegt nicht, dass ich rausfliege. Nee. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Danke. Und... Das hier ist gerade chillig irgendwie. Sehr gut. Was macht er? Was macht er? Das habe ich auch noch nie gesehen. Geht das? Ist das eine Abkürzung, wenn man das richtig kann? Hier an der Seite hoch. Oh Gott, ich werde davon getroffen. Aber es sollte passen, oder? Ja, einfach. Das, wenn man dann einfach nur so ein bisschen den Kopf mitnimmt. Easy. Boah, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Schön! Und jetzt... Wie lange ist das denn unten, Brudi? Brudi. Also hier in Vollgas hat man keine grüne Welle. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ja... Okay, wir sind drin. Okay, wir sind noch nicht drin, actually. Okay, jetzt sind wir drin. Jetzt, komm, kick mich ins Ziel. Nice! Also im Ernst, es sind verdammt viele weiter. Ich weiß nicht, wie viele. Aber 14 Leute. Das habe ich noch nie erlebt bei Schleimkraxler. Noch nie. Sprungclub! Also ich finde das wirklich krass, muss ich wirklich sagen, weil... Also ich finde jetzt nicht, dass Schleimkraxler die schwierigste Map überhaupt ist, aber die ist halt punishing. Und wenn man halt neu ist und so, dann ist sowas schon frech oder zum ersten Mal spielt oder die ersten Male und so. Also, keine Ahnung. Und einfach 14 Leute da, das hat... Was? Der Typ mit dem Eiscone! What is happening? Die Leute, die haben hier Moves drauf. Wer ist das? Oh mein Gott, ein YouTuber. Jetzt habe ich den Namen gezeigt. Jetzt müsst ihr den suchen. Da, das hätte... Ich weiß nicht, diese Mini-Grabs wollte ich sagen. Ohne Spaß, ich komme mir... Ich meine das nicht mal negativ. Alles meine ich gar nicht negativ. Ich finde das voll faszinierend. Aber ich komme mir wirklich vor, als hätte ich das Spiel 5 Jahre nicht mehr gespielt. Ich habe das Spiel irgendwie vom Free-to-Play ja noch minimal gespielt und ein paar Wochen, Monate vorher noch. Also es ist so, nicht mal, es ist literally nicht mal eine Season später und die Leute haben irgendwie einen Skill-Level dazu gewonnen, diese Mini-Grabs da.
die passieren so konstant von so vielen Leuten. Wir haben Leute, die irgendwie auf dem drehenden Ding freestylen, irgendwelche Leute, die Blöcke hochkommen, was ich noch alles nicht gesehen habe. Ich sehe auf Twitter irgendwelche Leute, die irgendeine Dschungelmap in unter 20 Sekunden durchcruisen und Alter, es ist so krass, wie dieses Skill-Level hier gestiegen ist. Wirklich. Ich bin fucking impressed. Das ist so beeindruckend und ich noch mit meinem Standard-Skill, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Vorher war so wenigstens jedes Mal Finale und dann aufregen, dass man nicht gewinnt, aber ich komme jetzt nicht mehr ins Finale und auch immer verdient, weil die Leute einfach sau gut sind. Es ist mega krass, ich verstehe es nicht. Man hätte ja eigentlich denken können, dass es mit dem Free-to-Play irgendwie einfacher wird, weil voll viele neue Leute dazukommen, aber irgendwie bin ich der Free-to-Play-Spieler anscheinend. Richtig krass, richtig cool. Ich verstehe es nicht, ich bin begeistert. Mal gucken, ab wann es mich anfängt zu frustrieren. Krass einfach nur, krass. Egal, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Das Ganze gibt schon ab 1 €. Dafür kriegt ihr auch coole Emotes. Und denkt dran, ich streame das gerade auch live. Versuche die Challenge. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde im Stream einen Meltdown haben. Und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder oder auf Twitch. Bis dann. Tschüss.